Es tut mir leid für die ganzen Oh mein Gottes und Ausraster, aber es sind einfach Wahnsinnsteile hier drin. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier treibe, neben Unboxings meiner Boxen oder hier und da mein Adventskalender, eigentlich alles rund um Make-up und Pflege, woran ich Spaß habe und wo ich von Herzen immer hoffe, dass ihr genauso dran Spaß habt. Und wenn ihr das habt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir einen lieben Kommentar da lasst, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt für das Video oder wenn ihr das noch nicht getan habt, mir auch gerne ein Abo da lasst. Und ja, heute, ich bin ganz aufgeregt, Leute. Ich bin so aufgeregt, denn ich habe einen Adventskalender für euch und hinter dem war ich sowas von her. Letztes Jahr schon, da hat es leider nicht geklappt und dieses Jahr habe ich ihn im wahrsten Sinne des Wortes erbeutet. Also da setzt so richtig der Jägerinstinkt ein, denn die Rede ist vom YesStyle Adventskalender. Und ich bestelle ja auch so gerne mal bei YesStyle. Ich liebe koreanische Pflege. Ich finde das super interessant. Und ja, dieses Jahr im dritten Anlauf hatte ich das Glück, einen Adventskalender zu bekommen. Und das ist wirklich, das ist eine Sache für sich, daran zu kommen. Ich sage so aus Spaß, ihr habt wirklich 0,5 Sekunden Zeit, um diesen Kalender in euren Warenkorb zu laden und zu bezahlen. Also das ist Wahnsinn. Und ich verstehe es ja, denn der Kalender ist wahnsinnig gut und der ist rucki-zucki weg. Ihr habt ja immer nur eine bestimmte Anzahl pro Region, wo ihr diesen Kalender kriegt, ne? Das ist da irgendwie limitiert. Man sieht das auch nicht ein und ja, dieser Kalender ist vom Wert her so grandios. Es sind nur Full-Size-Produkte. Ich war letztes Jahr so richtig traurig und ich war auch nach der ersten Runde, oh mein Gott, ich war am Boden zerstört, denn ich bin wirklich bis 5 Uhr morgens wach geblieben, denn da ging das ganze Spektakel los in netter Gesellschaft und meine liebe Freundin hat den Kalender erbeutet und ich habe dann da gehockt. Mist, ich habe ihn einfach nicht. Wir konnten es gar nicht glauben, aber naja, im dritten Anlauf hat es geklappt und es lohnt sich einfach da auch ein bisschen die Nächte durchzumachen und mit netter Gesellschaft macht das natürlich auch gleich doppelt so viel Spaß. Und er kommt daher in einem Design, wo ich erst dachte, was? Weihnachten im Weltall oder was? Also wir haben dieses Jahr einmal Mission K-Beauty 21 hier am Start mit kleinen Rentieren. Da oben flitzen sie rum auf Wölkchen mit Astronautenhelmen und dann ist ein bisschen Pflege und sowas abgebildet. Masken und einem kleinen Weihnachtsmann in einer Rakete, wie er so durchs Weltall fliegt. Ne? Was das Osterei hier macht als Planet, weiß ich auch noch nicht so ganz. Also über das Design kann man sich streiten. Es ist auf jeden Fall spektakulär. Und ja, ich will gar nicht so lange quatschen. Es ist auch dieses Jahr leider, das fand ich nämlich letztes Jahr auch so cool, kein Schubladen-Adventskalender. Und ich bin noch ein bisschen am Krümeln, wie ich euch das jetzt zeige, da ich meinen Kalender ja auch selber wieder auspacken möchte. Aber irgendwie kriegen wir das hin, ohne das gute Teil zu zerstören. Ich muss mal hier Platz schaffen, damit der irgendwie im Hintergrund, glaube ich, steht. Und bin dann gleich wieder bei euch. So, da hinten steht das gute Teil. Das wird nämlich irgendwann richtig schwer in den Händen, weil halt so große Sachen drin sind. Und man sieht das hier auch, ne? Also man hat hier unten so eine, die Erde mit dem Weihnachtsbäumchen, dann unsere Planeten und in den Türen auch richtig schön BB-Cream und so Satelliten und sowas. Ich muss echt schmunzeln. Ich wollte eigentlich noch so eine Weihnachts-Weltall-Deko hier herzaubern, aber naja, ich habe mal drauf verzichtet. Ich glaube, das reicht, wenn der Kalender so ist. Und ihr habt halt diese Schubladensysteme, die könnt ihr hier einmal rausziehen, ganz, ganz einfach. Und in diesen Schubladen habt ihr dann hier die einzelnen
Felder mit den Zahlen drauf, ne? Wo ihr dann immer aufmachen könnt, was hinter welchem Türchen ist. Wird so ein bisschen angeteasert mit den Produkten, die abgebildet sind. Ihr habt auch wieder kleine Sternchen und Planeten. Und ja, ist ein bisschen schade, dass man den dann halt so nicht wiederverwenden kann. Aber ich glaube, ich schneide den einfach an der Seite auf und mache den wieder zu, damit ich dann meine Kläppchen aufmachen kann. Denn da sind wir wieder beim Thema Goldfisch. Ich werde sowieso wieder vergessen, was drin ist. Ich würde sagen, ich gehe mal auf Suche der Nummer 1. Ich glaube, es ist von oben nach unten, ne? Und wir sehen uns dann gleich mit der 1 wieder. Also ich habe mich dazu entschieden, den Kalender wenigstens ein wenig heile zu lassen und habe die Seite einfach aufgeschnitten, damit ich die Sachen rauskriege. Ich muss jetzt immer ein bisschen gucken, was hier Nummer 1 ist. Ich sehe schon, also hier sind ja schon 6 Sachen und ich bin gerade schon wieder mega happy. Nummer 1 haben wir was richtig Cooles drin. Von Sika und Hyaluron gibt es einmal hier in einem wunderschönen, leuchtenden Metallic Grün, nämlich diese Teile. Und das müssten, ich glaube, so Bubble Booster sein. Ist halt mit Hyaluronsäure und Sika. Und Sika ist ja so ein sehr beliebter Inhaltsstoff bei den Koreanern, auch weil das ja so feuchtigkeitshaltend spenden soll und die Haut halt so beruhigt. Ne? Wir haben Sika Bubble Sparkling Booster Set, so nennt sich das Ganze. Wenn ihr das hier rausnimmt, habt ihr halt diese einzelnen Sachets, die ihr dann auf eure Haut machen könnt und ist wie so eine Bubble-Maske. Das dringt halt so richtig schön in eure Poren rein und bubbelt sich dann da ein ab, sag ich mal, und reinigt eure Poren halt richtig gut. Ich bin da mega gespannt drauf, wie das ist. Ich glaube, ja genau, wir haben 10 Sachets hier einfach drin und sind super, super neugierig auf die Teile. Dann gehen wir zu Nummer 2. Da haben wir nämlich auch so ein Bubble-Teil drin. Und zwar ist das hier von der Marke Some by Me. Und die ist ja auch eine bekannte koreanische Marke, was so Skincare angeht. Das ist ein Bubble-Cleanser. Und so ein ähnliches Produkt habe ich von Glam Glow. Und das ist, also, das hat einen guten Preis, das Ding. Und hier haben wir halt so ein Teil, das macht ihr euch drauf, das wird genauso funktionieren. Mag ich super gerne. Macht ihr euch einfach auf die Haut und fängt dann halt auch an zu bubbeln. Ihr kennt ja auch diese Bubble-Masken und dadurch, wie ich bei dem anderen Produkt schon gesagt habe, werden eure Poren so richtig schön gereinigt. Mag ich super gerne. Hier, das soll noch einen Brightening-Komplex haben und einen niedrigen pH-Wert und bin ich super gespannt drauf. Sowas habe ich auch immer im Blick und hier befinden sich echt Teile von meiner Wunschliste, was mich freut. Das ist Produkt Nummer 2. Dann Produkt Nummer 3 ist einmal hier etwas und zwar ist das ein Augenbrauenstift. 6 Colors. Ich habe Gentle Brown von Rom & ND. Ich glaube, ich lasse das besser hier, die ganzen Namen euch zu sagen von den Marken, weil das ist manchmal echt nicht, ohne die auszusprechen. Okay, mir kommt hier ein kleines Zettelchen auf jeden Fall entgegen. Dann haben wir hier diesen Augenbrauenstift und ich meine, ja genau, ihr habt hier so eine Spitze, die Farbe könnte echt gehen. Ihr habt hier ein Spoolie und einmal diesen Augenbrauenstift, wie gesagt, wo ihr rausdrehen könnt. Eine schöne, feine Mine. Bin ich mega gespannt drauf. Ich bin eh schon länger so an diesem Moment, wo ich denke, oh, ich würde so gerne so ein bisschen mehr auch koreanische Kosmetik austesten. Und hier bei diesem Augenbrauenstift gibt es auch so einen kleinen Clou, denn ihr habt hier einmal so ein Cushion drin und das könnt ihr euch halt auch nochmal über die Augenbrauen geben. Die Farbe passt richtig gut. Ich bin mega gespannt darauf und das hier ist so ein richtig cooles Teil, um das auch mal auszutesten. Also ich glaube, selbst wenn die Farbe dann nicht so passt,
einfach ein spannendes Produkt, ne, mit diesem Cushion-Teil da drin und oh, ich freue mich. Die Nummer 4 ist ein Teil und das hatte ich auch schon auf der Wunschliste und zwar ist das ein Puder, meine ich, ne? Ja, ich bin richtig. Peach Cotton Multi Finishing Puder mit so einem kleinen Pfirsich oben drauf und ist einfach so ein Puder, um das Gesicht zu setten. Und ich denke halt, wenn ich so Pfirsich sehe, das hat sich auch sehr spannend angehört, wie gesagt, ist auf meiner Wunschliste, dass das so ein schönes Finish gibt. Und wenn ihr die ganzen koreanischen Ladies seht, da kommt man ja ins Schwärmen, weil die dafür ein Häutchen haben. Das kommt ja nicht von ungefähr und die legen ja richtig Wert auf ihre Pflege und leichtes, hübsches Make-up und bin sehr, sehr gespannt darauf, werde das gerne testen. Aber muss noch ein bisschen warten. Wie gesagt, das kommt hier brav immer wieder zurück und wird dann im Dezember erobert und sich neu drüber gefreut, weil das hier ist echt ein Wahnsinnskalender. Hier haben wir als nächstes Produkt in der Nummer 5 einmal das hier. Das ist so ein kleiner Prep-Balm. Ich meine, der ist in Rot, ja, so rot eingefärbt. Könnt ihr wahrscheinlich auch auf die Lippen, auf die Wangen machen, bin ich mir aber nicht sicher. Wir haben hier leider nicht so viel Informationen dazu. Es gibt auch kein extra Heft, wo das nochmal erklärt ist. Also da müsste ich auf der Seite nochmal ein bisschen nachlesen. Become happy with a simple depth for vibrant and lively moments. Also einmal das in der Nummer 5. Nummer 6, Nikolaus. Oh, ich kriege das Grinsen gerade gar nicht aus meinem Gesicht raus, aber ich freue mich so darüber. Denn in der Nummer 6 haben wir was richtig, richtig covermäßiges. Wir haben von Core RX, ich weiß leider nicht immer so genau, wie es ausgesprochen wird, da sind wir wieder bei dem Thema, haben wir auf jeden Fall Augenpatches. Und zwar, wie gesagt, eine große Größe, 60 Stück an der Zahl. Und die sind, meine ich, mit Schneckensekret, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, die sind mit Schneckensekret und die Koreaner schwören da ja drauf. Und das ist ja so ein, ach Gott, das schwimmt hier richtig drin rum, Leute. Also da ist richtig Serum mit drin. Und die Koreaner schwören da ja drauf, weil dieses Schneckensekret haben die ja unten drunter, um sich zu schützen, damit das schneller heilt und so, ne? Und hat eine richtig tolle Wirkung, wo die ja drauf schwören. Ist hier noch verschlossen, wird es auch bleiben. Aber ich höre, es ist so ein kleiner Spatel mit dabei, mit dem ihr euch dann immer diese Patches rausnehmen könnt. Richtig cool, toll. In der Nummer 6 finde ich auch weise gewählt. Ein tolles Produkt. Einmal hier drin. Und so sieht, jetzt zeige ich euch das mal, das Innenleben dann aus. Und das kommt jetzt zurück in seine Türchen, wieder an Ort und Stelle. Und ja, 6 Produkte schon hinter uns. Wir gehen weiter. Wir kommen zu Türchen Nummer 7 bis 12. Also einmal schon die Halbzeit hier drin. Und auch da hole ich wieder einfach an der Seite raus. Ich möchte... Oh mein Gott, Leute. Okay, ich habe hier gerade schon mal die 7 erbeutet. Da sind wir ja jetzt eben. Das sind gleich 2 Produkte. Eigentlich 3, denn wir haben noch so eine kleine Tasche mit dabei. Richtig cool. Von Holika Holika. Auch eine bekanntere Marke. Auch in Deutschland bekannter. Und zwar haben wir hier eine Mascara. Wie cool. Hyper Curl Mascara. Und wir haben gleichzeitig noch da drin einen kleinen Make-up-Remover. Hier so ein Zweiphasenteil. Gefällt mir richtig gut. Und ich finde, da ist bis jetzt auch eine richtig tolle Mischung aus Pflege und Make-up drin. Und einfach tolle Produkte, über die man sich doch einfach freut. Schreibt mir mal gerne an dieser Stelle, wenn ihr jetzt schon den 7. Dezember hättet und ihr hättet jeden Tag hier so ein Teil rausgepackt, wie es euch damit gehen würde. Also ich weiß, ich werde mich da wieder riesig drüber freuen und gefällt mir bis jetzt super gut. Die Nummer 8.
Und jetzt kommt auch so, oh mein Gott, guckt euch den mal an. Das hier ist nämlich ein kleiner Highlighter einfach von Prism. Und den hole ich euch natürlich jetzt auch raus. Hinten dran stehen auch übrigens immer sehr cool. Ich habe übrigens die Farbe Cream Fist. Da weiß ich nicht, ob jeder gleich hat. Die Artikelnummern finde ich auch cool. Und ich hole den mal raus und es ist, ach mein Gott, was ein Packaging. Guckt euch das mal an. Wie wunderschön ist er denn einfach. Auch vom Packaging her. Traumhaft toll. Und jetzt kommt uns hier ein Teil entgegen. Ihr habt also auch einen Spiegel, der ist jetzt noch zugeklebt. Und habt dann zwei wunderschöne Farben, die ich auch sehr, sehr pudrig. Oh, und da habe ich mich drauf gefreut. Die Koreaner haben ja so ein, oh, der ist wunderschön, ne? So ein bisschen dezenteren Style. Und der ist doch wunderschön. Also wunderschön. Ein ganz dezenter, toller, trotzdem glowing Highlighter. Unglaublich schönes Packaging auch dazu. Freue ich mich drüber. Und ne, also für den Preis, ich meine, der ist nicht günstig. Ich meine 145 Euro oder so. Ich habe es auch nicht mehr geschafft, meine YesStyle-Punkte zu lösen, die ich noch habe, weil ihr bekommt bei YesStyle ja auch immer für jeden Kauf, den ihr tätigt und für jede Bewertung YesStyle-Punkte. Und ich habe unten auch immer diesen Code, mit dem ihr sowieso grundsätzlich 10% sparen könnt. Die haben aber auch so immer richtig tolle Angebote. Und da könntet ihr auch eure YesStyle-Punkte, die ihr euch so zusammengesammelt habt, drauf einlösen. Aber naja, im dritten Anlauf hatte ich dann echt Panik. Ich kriege ihn nicht mehr und bin einfach durchmarschiert. Und ich bin so happy, dass ich ihn habe. Also das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen. Außer diejenigen, die ihn selber unbedingt wollten und erbeutet haben. Und guckt euch mal bitte diesen Glow an. Dieser Highlighter ist wunderschön. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen koreanische Kosmetik nachbestellen, merke ich gerade. Die Nummer 9 befindet sich einmal hier oben. Auch ein super interessantes Produkt, guckt euch das an. Ich bin ja eh da sehr, sehr hyped drauf. Und hier haben wir von The Blend Base, das ist die Marke, eine Augencreme. Und zwar eine Peptid-Augencreme. Die soll einen schönen, strahlenden Augenlook daher zaubern. Ein bisschen, ich glaube, depuffen hier, ne, die Schwellung. Und ich versuche sie gerade aufzumachen. Hier ist auch alles schön brav immer noch zu. Aber ich bin ja auch, mein Gott, guckt euch mal auch das Packaging an. In einem wunderschönen Gold-Kupfer kommt es daher. Richtig interessant, auch mit dieser Spitze. Bin ich mega gespannt drauf, wie die ist. 30 Milliliter hat das Produkt. Und ja, einmal diese hier. In der Nummer 10 befindet sich einmal dieser kleine Schatz hier. Das ist von der Marke Moni. Ein Lippenöl auf jeden Fall. Und das Packaging auch wieder traumhaft cute. Ne? Also ich hoffe, ich reflektiere heute nicht so. Oh, das ist aber süß und sehr interessant. Guckt euch mal das an. Es kommt in so einer kleinen, wie in so einer Pipette daher. Und hat so einen kleinen Löffel da unten drin. Also ich weiß nicht, fängt die Kamera das vernünftig ein? Da ist so ein ganz kleiner Löffel drin, mit dem ihr euch das anscheinend auf die Lippen schaufeln könnt. Und Lippenöl, ich könnte jetzt gerade eins gebrauchen. Ich habe sehr trockene Lippen. Ist im Winter bei mir eh so ein Ding. Also sobald es kälter wird, richtig Winter haben wir ja noch nicht. Aber auch wieder ein richtig cooles Produkt in der Nummer 10. In der Nummer 11 haben wir ein weiteres Hammerprodukt und einmal dieses hier. Das ist von der Marke Purito ein Sleeping Pack, also eine Nachtmaske mit Sika auch wieder und ach Gott, Unscented Comfort Sleeping Pack, Calming, Soothing, soll hier die Feuchtigkeit über Nacht speichern. Ihr sollt aufwachen und ein schönes, aufgeplumptes Gesicht haben. Auch mit Hyaluronsäure und Ceramiden. Und sie sieht einmal so aus.
wunderschön, schlicht gehalten, so ein bisschen klinisch irgendwie, aber ich finde, das sieht gleich so aus, als würde das helfen und das was können. In einem schönen Lavendelton noch mit dabei. Sleeping-Masken mag ich sowieso sehr gerne und hier auch 80 Milliliter drin. Eine coole Nummer 11 und ich muss sagen, hier war noch nichts drin, wo ich gesagt habe, ist jetzt nicht so meins. Also das hier ist echt, glaube ich, so ein kleiner Durchgänger, denn das nächste Produkt finde ich auch super spannend und wir haben Halbzeit und für mich ist das eine sehr coole Halbzeit, denn wir haben hier eine Creme drin und zwar eine Hand- und Fußcreme. Die Koreaner denken auch an die Füße, so, und die ist von Village 11 Factory und ich weiß nicht, wie viel ist denn hier drin. Ich glaube, und das sind 100 Milliliter. Es steht halt leider wieder alles so ziemlich auf Koreanisch drin. Ist eine parfümierte Creme, wenn ich das richtig lese. Long Lasting Soft Fragrance, also ein leichter Duft und soll eure Füße und Hände halt schön feuchtigkeitsversorgt hinterlassen. Und ich finde es halt auch cool, dass es so eine Hand- und Fußcreme ist. Kommt einmal in einem wunderschönen Türkis daher. Eine richtig tolle Verpackung. Interessiert mich mega, wie die sind. Und auch eine coole Nummer 12, muss ich echt sagen. Wir gehen mal weiter in die nächsten Etagen. Und ich möchte gar nicht, dass es aufhört. Also das hier ist echt so ein richtig toller Kalender. Die nächste wundervolle Etage befindet sich in meinen Händen und es sieht wieder mega vielversprechend aus. Wir haben hier jetzt 13 bis 18 und auch da werde ich wieder einmal... Oh Gott, das ist... Ich freue mich. Die 13 kommt mir hier natürlich schon wieder entgegen. Wahnsinn. Ist einmal von Mizon ein Glensing Balm und das ist ein Teil... Freue ich mich auch mega drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir hier drin. Sind das 100? Es könnten 100, nee, leider nur 80 Milliliter. Eine richtig tolle koreanische Marke auch. Und er kommt in diesem strahlenden Gold auch wieder hierher. Traumhaft cool, freue ich mich drauf. Die Nummer 14 ist einfach ein Traum. Ein Traum für jeden Maskenliebhaber. Und das ist das coole an ihr Style. In manchen deutschen Adventskalendern habt ihr dann so eine Maske drin. Was macht ihr Style? Packt euch erstmal ein ganzes Pack hier rein. Und wir haben 5 Päckchen von Masken. Und zwar Calming Mask Pack in dem Falle von Pucan Jewel. Und die Marke ist auch richtig toll. Eine wahnsinnig tolle Marke, tolle Inhaltsstoffe. Und weiß ich auch von der lieben Ginny. Und die hat übrigens auch nachts mit mir gewartet. Und ja, einmal hier ein kompletter Maskenpack. Die sehen auch unheimlich cool aus, ne? Also ihr seht da richtig durch. Ihr seht, wie getränkt diese Tuchmasken sind. Und bin ich mega neugierig. Hatte ich auch schon öfter mal im Warenkorb und auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Und das ist richtig toll. Der Kalender ist einfach nur Hammer. Denn wir sind jetzt in der Nummer 15 und in der Nummer 15 ist von Unique ein Light-Öl-Serum. Also wir haben hier ein Anti-Aging-Serum, ich sollte es vielleicht mal zeigen, aber ich versuche es schon für euch aufzubekommen, dass ihr auch den Inhalt seht und seht, wie die Fläschchen und so aussehen. Da habe ich ja so ein paar kleine Serien schon von, da gibt es unter anderem auch mit Schnecken und tralala und wir haben hier einfach 50 Milliliter. Die sind nicht günstig, also sehr interessant, auch ist so ein milchiges Produkt. Bin mega gespannt, das auszutesten, ey, wie alles. Also das hier ist so, sind so faszinierende Produkte irgendwie für mich. Schreibt mir gerne mal, wie es euch dabei geht. Noni Light Oil Serum. Bin mega gespannt. Es sieht nicht ölig aus, auch wenn Ölserum draufsteht. Und ja, in der Nummer 16 befindet sich ein Produkt. Und zwar ist das von Claire's. Dear Claire's, ne, heißt die Marke. Kennt man auch in Deutschland. Und das ist eine Black Sugar Charcoal Soap. Und Leute, die riechen so gut.
Oh, und auch die riecht richtig gut. Die sind wahnsinnig toll, die Seifen. Kann ich euch echt empfehlen. Und dieser Duft, der hier rauskommt, freut mich schon mal mega. Und die Seifen, wie gesagt, sind ein Träumchen. Gerade für so kleine Seifenliebhaber und sowas. Könnt ihr auch im Gesicht verwenden. Freue ich mich drüber. Die Nummer 17. Lässt mich strahlen. Wir haben Pinsel. Leute, und die sind so cute. Wir haben hier so eine kleine, wie so eine Pillendose, ne? Also wie so eine Pille, so eine Capsule heißt das auch. Die Marke ist Coringco, glaube ich. Cotton Candy 4 in 1. Und das sind so kleine Pinsel, wenn ich das richtig sehe. Und ein großer. Also ja, wir haben hier einen großen. Oh, wie cool. Oh, die sind so weich, Leute. Mei, die riechen auch gut. Wie kann das sein? Normal riechen Pinsel nicht gut, wenn die neu sind. Aber der gefällt mir. Der ist ganz weich. Oben mit so ein bisschen rosa. Verliert schon mal keine Haare. Habt ihr so einen kleinen Puderpinsel? Wie kriege ich den jetzt wieder da rein, ohne den... Also das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, den nicht zu zerfransen, wenn ihr den Deckel da wieder drauf machen, sagte sie und zog dran. Und so funktioniert das Ganze, während ich meine kleinen Pinsel hier alle verliere. Oh mein Gott. Okay, verstanden. Also ihr zieht dieses Teil einmal hoch, macht den Deckel drauf und habt ihn dann da drin. Ich gehe mal gerade meine anderen Pinsel hier einsammeln. Sind sie alle runtergefallen hier. Denn auf der anderen Seite haben wir noch hier diese kleinen Pinselchen gesteckt. Wie goldig sind die? Kann man die auch irgendwie verlängern? Also die sind sehr klein. Sehr putzig und klein. Einmal so einen flachen Pinsel. Dann haben wir, oh, der ist cool. So einen kleinen Blenderpinsel. Aber die sind cool, weil die so klein sind. Ich finde, so kleine Blenderpinsel hat man viel zu wenig. Und wie gesagt, die sind richtig weich. Freue ich mich drauf. Und einen großen Blenderpinsel. Also ein sehr praktisches, cooles Set. Und ich kann mir vorstellen, dass die gut funktionieren werden, weil die fühlen sich echt schön an. Und wahrscheinlich auch da wieder kann ich... Ah, okay. Könnte ich jetzt auch so einen Pinsel... Okay, das macht man nicht, ne? Das gibt keinen Sinn. Aber das ist ein süßes kleines Set, oder? Wo waren wir denn jetzt? 17. Sehr cool. Gefällt mir. Ja. Eine schöne Idee, das da reinzupacken. Jetzt kommen wir zur Nummer 18. Und die Nummer 18 ist auch ein Teil von meiner Wunschliste. Und zwar ist das von Neo Gen. Die haben auch so coole, interessante Sachen. Und das ist ein Fixing Spray. Finde ich super interessant. Wollte ich gerne mal testen. Wie gesagt, alles so kleine Wunschprodukte und da muss ich echt sagen, das ist so ein bisschen, das sieht aus, als wäre das nicht einfach nur Wasser, weil das so ein bisschen milchig da drin rumschwimmt und bin gespannt, ob das gut funktioniert mit meinem Make-up. Das werden 80 Milliliter, nee, 55 Gramm sein. Ja, also sehr spannend, sieht auch sehr hübsch aus, ne, mit diesem Neon. Deckel gefällt mir gut und eine Etage bleibt uns leider nur noch. Ich glaube, ich muss noch mal bei YesStyle bestellen. Ich finde die Produkte so interessant und ja, wir gehen über zur letzten Etage. Einmal die letzte Etage am Start und mich lächelt in der 24 schon eine kleine Palette an. Ich glaube, da ist auch eine drin und ich weiß, ich war gerade am Überlegen, wo ich die letzte Etage da rausgezoppelt habe und dachte, Katrin, du rastest wieder nur aus, ne? Ich weiß gar nicht, wie kann ich denn sowas sachlich rüberbringen? Das geht nicht. Ich freue mich gerade so dermaßen über diese Teile. Das funktioniert leider nicht. Also es tut mir leid für die ganzen, oh mein Gottes, und Ausraster. Aber es sind einfach Wahnsinnsteile hier drin. So, und es geht weiter nämlich hier. Wo sind wir denn? Bei der Nummer 19. Secret Key. Lächelt mich hier schon vom Deckelchen an, ne? Steht's drauf, Secret Key. Und zwar, oh mein Gott, wir haben hier auch eine Black Snail Original Cream und 50 Gramm
in wunderschön wieder. Ne? Also Packaging können die übrigens auch sehr, sehr gut. Das ist immer sehr ansprechend. Und jetzt guckt euch doch auch mal dieses Tigerchen an. Sehr spannendes Produkt. Diesen Schneckenschleim wieder. Ich bin fasziniert von diesen Teilen und ich war früher immer so, Schneckenschleim will ich nicht im Gesicht haben. Ist mir egal, wie gut das ist. Ich möchte das nicht. Teilweise ist es ja erstens nur ein Filtrat davon. Dann hat man ja wirklich, dass es teilweise auch künstlicher, also hergestellt ist. Und dann, bis ich verstanden habe, was Schneckenschleim überhaupt ist. Und seitdem bin ich da echt so ein bisschen halb drauf. Muss gucken, dass ich hier unten nicht alles zerstöre. Wir gehen mal zur Nummer 20 nämlich über. Das ist ein größeres Teil hier. Das ist von Unleashia, meine ich, heißt die Marke. Unleashia. Mhm. Ich halte das einfach mal vors Gesicht, dann seht ihr, über was ich rede. Ein Get Lost Glitter Gel in einer lila Farbe. So pink, lila. Glitter geht immer. Wir haben, glaube ich, ein extra Deckelchen noch mit dabei und könnt ihr für Face and Body nehmen. Ja, ich mag Glitterteile, ich mag Glitterpötte. Das bleibt halt noch zu, weil es ist hier extra eingepackt. Ich weiß jetzt nicht, warum. Es gibt 7 verschiedene Farben. Ich weiß nicht, ob man die jetzt immer gleich bekommt. Und ja, freue mich da aber drüber. Die Nummer 21, meine kleine Glückszahl, ist hier einmal von Isn't Tree. Ich hoffe, ich habe es jetzt diesmal richtig ausgesprochen. Isn't Tree, meine ich. Hm? Einmal hier. Die kleine. Und zwar ist das eine Maske. Es läuft. Wirklich hammermäßig. Das ist eine Clay Mask und die soll sein für Strong Sebum Care. Hier, Talg. Sebum ist doch hier dieses Talgzeug hier, um das zu reduzieren. Und soll trockene Haut peelen und refreshen. Das ist so lustig, wenn ich in den Sprachen immer verkehrt bin. Ne? Da arbeitet das Gehirn manchmal nicht schnell genug und es kommt Kauderwelsch raus. Ich bin mega gespannt. Contains Real Mug Wort. Extract and Leaf Powder Cares Excessive Sebum. Okay, sollt ihr auf jeden Fall 10 bis 15 Minuten drauf lassen, dann abwaschen und auch da mega gespannt drauf. Auf dieses Produkt wird einfach eine Tube sein. Lasse ich jetzt diesmal drin, denn mich lächelt hier schon das nächste wieder an. Ich werde hier noch bekloppt. Die Nummer 22 haben wir nämlich einmal hier oben. Und das ist auch wieder ein Produkt von meiner Wunschliste. Ja, das ist von iFrom und ist ein Honey Glow Serum. Also ein kleines Serum mit Honig und ihr wisst das, Propolis, Honig, fahre ich auch drauf ab. Ein bisschen mehr wie auf Schneckenschleim, muss ich gestehen. Und wenn ihr dieses Packaging seht, dann wisst ihr auch, von was ich rede. Es sieht einfach aus wie Honig. Ihr habt hier eine wunderschöne Glasflasche mit so einem kleinen Pumpi dran und auch da freue ich mich so drauf, das mal auszutesten. Ich glaube, das wird eine tolle Konsistenz haben und ich weiß nicht, das sieht halt schon so pflegend und so nach Honig und lecker und toll aus und ist ein wahnsinnig tolles Produkt, was sie hier reingepackt haben. Dann gehen wir über zu Nummer 23 und da haben wir, meine ich, etwas für die Lippen. Und das sieht einmal so aus. Ist hier von Merzi, wird es glaube ich ausgesprochen, in der Farbe Bite the Beat Mellow Tint. Oh, das ist so ein Lippentint, sehr cool, mag ich auch gerne. Und die Koreaner haben das ja ganz viel, dass sie nur so ein bisschen so einen leichten Hauch auf die Lippen haben. Kommt einmal in einem schlicht roten, wunderschönen Packaging, aber daher gespannt drauf und wird gerne getestet, verwendet, aber dauert halt noch ein bisschen. Ab mit dir wieder da rein. Ja, und die Nummer 24. Leute,
Wir sind durch. Ich will noch einen auspacken. Ich würde am liebsten noch einen bestellen, sage ich euch. Das ist wieder so dieses, ich weiß, ich brauche nicht, aber er lohnt sich halt preislich, ne? Guckt euch mal die 24 an. Wie hübsch ist das denn bitte? Das ist von Peripera All Take Mood Palette 5 Color in der Farbe 04 Moodful Rose. Also, wir haben hier eine kleine Lidschattenpalette drin. Und ich bin mega gespannt. Das Packaging von außen verspricht schon mal sehr, sehr viel. Ich würde sie euch so gerne zeigen, wenn sie denn rauskommen möchte. Aber sie ist hier echt krass verpackt. Von wegen 5 Color. Ich dachte nur 5 Farben sind hier drin, ne? Das sind 8 Farben. Okay, keine Ahnung. Hier sind 8 Farben drin. Und wie süß ist sie denn? Guckt euch das mal an. Also, kommt in so einen kleinen Plastikcase daher. Hat hier diesen Aufdruck auch nochmal hier drauf. Und wie schön ist es. Das eine Fännchen will ein bisschen entkommen. Ich drücke es mal zurück. Wow, schöne, wunderschöne Farben. So genau meins, so ein bisschen muffiger. Wir haben halt 2 Glitzertönchen hier am Start. Aber tolle, neutrale Farben. Eine richtig süße, schöne Palette. Das Packaging fühlt sich auch überhaupt nicht günstig an oder so. Das fühlt sich richtig hochwertig an. Das liegt schön schwer in der Hand. Hätte ich nicht gedacht. Gefällt mir sehr, sehr gut, ne? Also wahnsinnig toll. Freue ich mich drüber und ich muss unbedingt noch zuschlagen, nur ein bisschen koreanische Kosmetik. So, einmal das letzte Produkt wurde erbeutet und ausgepackt und ich bin maßlos begeistert. Das ist ein wunderschöner Kalender. Ich habe den guten mal wieder zusammengeflickt und ich lasst mich gerne eure Meinung zu diesem Kalender wissen. Also ich finde, YesStyle hat richtig einen rausgehauen. Ich finde das grandios, dass wir wirklich nur Full-Size-Produkte da drin haben, also nur Originalgrößen. Wir haben eine gute Mischung aus Pflege und Make-up, richtig toll gestaltet und ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal am Start. Uhrzeit ist mir egal, dann schlafe ich halt nicht, aber den muss ich unbedingt wieder haben. Gefällt mir hammermäßig. Diese Gestaltung, ne, mit den kleinen weihnachtlichen Weltall kann man sich jetzt drüber streiten, aber vom Inhalt her ein wahnsinnig tolles Teil, auf das ich mich freue, jeden Tag ein Türchen auszupacken und die Sachen dann auch zu benutzen, weil es halt so spannende Produkte sind, die auch nicht überall mal drin sind und wir haben von Serum bis Creme bis Augenpads bis Masken, wir haben ja echt alles drin, ne? Ich glaube, Duschgel und Haarpflege fehlt so ein bisschen. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Gerade weil ja viel Wert auf Hautpflege und Erscheinung gesetzt werden in Japan, ist das echt ein tolles Teilchen. Coole Marken dabei. Auch Marken, die in Deutschland bekannt sind. Ein bisschen unbekanntere Marken, die man dann so ein bisschen testen kann. Und preislich brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem kleinen Unboxing und wünsche euch jetzt von Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.